Lust auf eine Nacht voller Qualen. Willkommen zurück zu Vampire's Dawn. Ich habe extra gewartet, dass es ein bisschen dunkel ist. Und hier oben ist sogar noch ein Geist, mit dem wir reden können. Ein Geist! Ein Geist! Weißbrot. Ha, endlich. Ich bin meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, den ich meine Kräfte verleihen kann. Etwa ich? Ich bin müde, nimm meine Kraft, leb wohl. Hm, na schön. Was kriege ich denn von dem? Dauer der Dämonenbeschwörung gestiegen. Okay. Dämonenbeschwörung habe ich zwar bisher noch nicht gemacht, aber okay. So, jetzt... Ah, egal. Wir werden jetzt erstmal die ganzen Leute hier umbringen, auch Fresh D. Tschüss, Mann. Umwandeln. Was kriege ich? Eine Lebensrune. Das ist sehr schön. Lebensrunen sind immer sehr, sehr gut. Was kriege ich von dir? Ey! Bleib hier. Ich will dich umbringen. Tschüss, Mann. Und ein Eisring. Nice. Wir haben zwar schon einen, aber den können wir ja wieder verhökern, den anderen. So. Und du? Was hast denn du? Du hast ja noch ein Kind oben stehen, ne? So. Lebensnektar. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So. Na, kleines Mädel, was geht? Was krieg ich von dir? Krumme Krallen. Ich glaube. Ach, egal. Ich werde das bei alles einsacken, dann werden wir mal schauen, was wir nutzen können davon. Die Händler lasse ich am Leben. Das reines Prinzip, ne? Weil, und so. Umwandeln. Was krieg ich von dir? Ein Speicherstein. Epic Shit. Wie unglaublich. Wird das schon wieder hell? Willst du mich jetzt verarschen? Das sieht jetzt gerade so aus, als wenn es wieder hell wird. Ich sollte mich beeilen. Umwandeln. So, was krieg ich? Eisstaub. Ja, ob ich den gebrauchen kann, weiß ich nicht. So, das war ja die Frau, die... Oh, Moment. Den darf ich nicht töten. Verdammt. Wegen dem sollte ich da wegen dem Schmetterling gucken, ne? Egal, jetzt hat er wenigstens vor seiner Frau Ruhe. Gut, Entschuldigung. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwelche Leute umbringe, die ich vielleicht später noch gebrauchen könnte. Egal, die Oma nicht. Ja, ich mag eigentlich... ja, alte Menschen. Und so... Ja, es geht, wenn sie nicht nerven. Ja, Silberborn. Ich will das Thema jetzt nicht vertiefen. Händler, ne, lass mal leben. Okay, du stirbst. Weil ich dich nicht mag. Antike Münze. Ah, sehr schön. Das ist cool. Das ist cool. Jetzt krieg ich hier nochmal einen Eisstaub. Yays. Du stirbst auch. Hey, bleib stehen. Umwandeln. Nein! Und es wird natürlich hell. Ist das ein Scheiß. Na gut, dann würde ich sagen... Wo war denn der Typ mit den antiken Münzen? Ach, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Werde ich später nochmal danach gucken. Und... Ja... Leck. Egal. Wir verlassen erstmal wieder Asran und gehen nach Tradan. Hört sich alles so ganz schön ähnlich an. Ich muss aber erstmal gucken, wie ich nach Tradan komme und wo das liegt und so. Ich guck mal ganz kurz auf die World Map. Denn ich habe sie ja, ne? Kann ich ja nutzen. So wie es... Oh mein Gott, die Minikarte verwirrt mich. Asran, wir müssten jetzt... Ach du Scheiße, es ist beschissen. Moment. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Moment. Wir sind da und müssen jetzt da oben auf den Kontinent. Das ist auch Uruya. Hört sich irgendwie lustig an. Okay, dann... Moment, nochmal... Verdammt, ich möchte nochmal ganz kurz was schauen. Das muss jetzt einfach sein. Ach so. Okay, gut, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ich muss mich jetzt in die Fledermaus... In die Fledermaus verwandeln. Genau, in die Fledermaus verwandeln. So, und jetzt hier oben. Irgendwo hin. Irgendwo hier müsste es dann sein. Irgendwo hier. Da. Wo kann es nun sein? Wo bist du? Wo bist du nur? Du vor Ort und so. Hallo? Wo ist Tradan? Irgendwo hier müsste es doch sein, oder? Irgendwo hier. Irgendwo. Und ich habe nur noch 32 Sekunden zu fliegen. Das ist nicht nett.
Na, da oben, wo der rote Punkt ist, ne? Das könnte sein. Das könnte durchaus möglich sein, dass da oben der rote Punkt Tradan ist. Wir gehen einfach mal rein. Yep. Oh. Natürlich schon wieder roter Totenschädel. Wir können hier auch nichts machen. Egal, aber Sequenz. Was ist hier denn passiert? Sieht ja furchtbar aus. Ach, so würde ich das nicht ausdrücken. Es sieht furchtbar aus, Asuka. Irgendwer oder irgendwas hat hier seinen Zorn ausgelassen. Ich weiß auch schon wer. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, Asuka hat recht. Es war bestimmt Aisha. Das werden wir sehen. Lass uns hier mal umsehen. Tschüss, Mann. Nein, machen wir definitiv nicht. Wir. Verdammt. Das ist ja auch noch zu schwer. Was ist denn das für ein Scheiß? Wo muss ich denn da jetzt hin? Soll ich jetzt wirklich leveln oder. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal ein paar Kämpfe machen. So zur Abwechslung, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also. Oh mein Gott, sie sehen sehr böse aus. Wenn ich jetzt sterbe, finde ich's scheiße. Kältehauch. Ich hoffe mal, dass ich die jetzt alle irgendwie paralysieren kann, oder? Autsch. Dumm, 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 dumm. Schattenstrahl. Natürlich, natürlich. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich die ganze Zeit zu leveln. Das ist ja auch scheiße irgendwie. Erstmal blenden. Sehr schön. Er kann nichts mehr sehen. Das ist toll. Ja, dann Lichtstrahl auf den wilden Krieger, dann Kältehauch und sie macht ganz einfach mal einen Heiltrank auf sich selbst. Yay! Sehr schön. Natürlich fange ich an, stark zu bluten. Das sieht nicht gut aus. Die Gegner sind hier ein bisschen böse. Sehr böse sogar. Autsch, Walner ist fast tot. So, heilen. Dann. Asuka, du machst Kältehauch weiter und sie macht Heiltrank auf Valnar. Ich hoffe, Valnar kommt noch zum Zug. Ja, sehr schön. Alter Schwede. Okay, aber die Wunden sind erstmal wieder weg. Blut hat Valnar zwar keins mehr, aber er kann ja mal einen Bluttrank nehmen. Asuka muss. Nee, ich greife wieder mit Asuka an und Elaine macht ganz einfach mal den Heiltrank auf Asuka, weil sie ja schneller ist. Sie ist die Healerin. Ah, nice. Jetzt kann ich auch mal versuchen, normal anzugreifen. Bam, 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 alles auf die Zauberin. Ich kann sie nicht leiden, weil sie zaubert. Und ja, Critical! Sehr schön. Die Kämpfe so unendlich lang dauern, das ist auch krass, ey. Das ist ein normaler Kampf. Tja. Ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Also, falls ihr irgendeine Ahnung habt, wie schon gesagt, also es ist jetzt sozusagen blind für mich. Falls ihr eine Idee habt, wo ich jetzt hin soll, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Falls ich jetzt in der Folge nicht weiterkomme. Ich werde jetzt erstmal gucken, was hier drüben von Ort ist. Okay, Tessa. Okay, schauen wir uns mal hier um. Why not? Hey. Ihr wolltet bestimmt auch Punkte sammeln. Punkte? Ja, hier gibt es in den Zelten Attraktionen, bei denen man Punkte sammeln kann. Und die kann man gegen tolle Gegenstände eintauschen. Klingt interessant. Aber ihr müsst erst im Zelt gleich beim Eingang eine Punktekarte kaufen. Danke für die Information. Gern geschehen. Also hier. Oh mein Gott. Wer bist du? Du machst mir ein bisschen Angst. Hallo. Hier ist das Attraktionszelt. Such die Perle. Ihr braucht aber eine. Wo bekommen wir eine? Beim Jahrmarktverwalter. Ach, im Zentrum. Okay. Im Zentrum. Dann holen wir uns mal eine Karte. Im Zentrum. Also hier. Wenn das nicht das Zentrum ist, dann weiß ich auch nicht. So. Hallo, ihr seid bestimmt hier, um eine Punktekarte zu kaufen, oder? Was ist denn eine Punktekarte?
Mit dieser Karte könnt ihr in allen Attraktionen dieses Jahr max Punkte sammeln, um diese dann im Lager gegen nützliche Dinge umzutauschen. Die Karte kostet nur 5... Nur. Ja, dann nehmen wir mal eine. Wir haben ja noch genug Geld. Und hier ist die Karte. Dankeschön. So, kann ich vielleicht irgendwas mitgehen lassen? Nice. Sehr nice. Ich kann was mitgehen lassen. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Ich möchte viel finden wie möglich. In dem Zelt kann ich auch nochmal gucken, was in den Kisten versteckt war. Oder ob da überhaupt was versteckt ist. Hier schon mal nichts. Hier vielleicht? Nee. So, machen wir gleich mal bei dem hier. Würde ich mal sagen, das erste Spiel. Hallo, sucht die Perle. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Haben wir doch. Hier haben wir eine. Wollt ihr denn die Attraktion nutzen? Sie kostet 50 Filler. Ja, einen Moment. Ja, mehr aus. Welche Stufe? Eins. Gut, dann passt jetzt auf. Los geht's. Ah, okay. Okay. In der Mitte, ne? In der Mitte müsste es sein. Was? Wieso nicht? Die war doch in der Mitte. Ich will noch eine Chance. Ja. Egal. Dann nochmal. Ich möchte es wenigstens einmal schaffen. Stufe 1. So. Okay. In der Mitte. Das muss jetzt aber in der Mitte sein. Nein! Ich wollte doch in die Mitte! Und er steuert nach außen. Ich gehe jetzt. Ich hasse es. Geh weg. Ich hasse dich. Es ist ein Scheiß. Ich steuere in die Mitte, aber er geht nach links. Das war total behindert gerade. Ah. Hi! Wollt ihr etwas kaufen? Klar doch. Schaut mal im Angebot an. Okay. Goldhelm, ja. Toll. Haben wir alles schon? Haben wir alles schon? Nein! Das will ich gar nicht. Na dann. Und die Teils sind aus Chrono Trigger, glaube ich. Ja, die müssten aus Chrono Trigger sein, die Teils. Das Teil Z halt. Hey, seid ihr auch so fröhlich wie ich? Nein, eigentlich nicht. Pech für euch. Ganz schön frech, Kleiner. Pah, lass mich doch allein. Gerne. Dann töte ich dich einfach mal, weil wir haben es dunkel. Wir haben es dunkel. Dankeschön für deinen Wundverband. Moment. Bevor wir hier nochmal in die Dings reingehen, werde ich nochmal... Den Typ brauche ich jetzt eigentlich nicht. Tschüss. Rundache? Was soll das eine Rundache? Egal, gucke ich dann gleich nochmal. Lassen Sie mich in Ruhe. Dann wirst du sterben. Ganz einfach. Eine Blutflasche. Hey. Weg! Weg mit euch! Ihr macht mir Angst. Na dann. Stirb. Dann hast du keine Angst mehr. Ein Juckpulver. Hi. Was geht? Ah, Hilfe! Blöde Kuh. Dann... Also der Clown ist schon blind, oder? Egal. Hallo, stört mich bitte nicht. Ihr seid doch... Entschuldige. Egal, dann musst du auch sterben. Yay, eine Heilfiole. Nicht schlecht. Und wir haben es wieder Tag. Das heißt, wir können wieder nichts umwandeln. Oh mein Gott, das sieht böse aus. Was zur Hölle ist das hier? Ich glaube, wir schauen uns erstmal den Rest der Folge auf diesen Jahrmarkt um. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Deswegen, ja, auf gut Glück, ne? Würde ich sagen. Was machen wir denn als erstes? Wir gehen einfach mal hier rein. Was können wir denn hier machen? Hallo! Hier ist Attraktionszelt Schlachtfest. Ihr braucht aber eine... Ja, ja, Hammer. Haben wir. Kostet 50 Filler. Ja, mein... Okay, dann macht euch bereit. Lol. Scheiße, ich hätte mir doch vielleicht erst die Erklärung geben lassen sollen. Ah, okay. Habe ich eine Zeitbegrenzung oder sowas? Hey, bleib da. Tschüss, Mann. So, So, weg mit dir. Ich sehe gerade keine Zeitbegrenzung. Kann auch sein. Nee, die FPS-Zahl ist nicht im Weg. Egal. Aber du wirst sterben. Okay, habt alle erledigt. Dazu habt ihr 28... Okay. Achso, okay. Wir haben 3 Punkte bekommen. Was ist da hinten in der Kiste? Was? Das würde mich schon interessieren. Ja, ein Sonnenschutzmantel. Das wäre der 11. Okay, dann... Schauen wir mal erst in die Kisten hier nach. Wundverband. Sehr gut. Sehr schön. Ah, verdammt. Red mal mit dem hier.
Hallo, ja, rate die Zahl. Na gut. Gut, dann machen wir erstmal eine Erklärung. Natürlich. Also, das Spiel ist im Grunde sehr einfach. Ich werde mir eine Zahl ausdenken und ihr habt 6 Versuche, diese Zahl zu erraten. Schafft ihr es innerhalb dieser 6 Versuche, bekommt ihr 2 Punkte. Die Zahl tendiert zwischen 1 und 99 und ich sage euch bei eurem Versuch immer, ob meine Zahl größer oder kleiner ist. Okay, na dann, fangen wir mal an, würde ich sagen. Einen Versuch machen wir mal, ne? So, dann geht's los. Erster Versuch, ich sag mal 10. Größer. Dann sag ich jetzt einfach mal 30. Größer. Dann ist es 50. Noch größer. Dann ist es 70. Noch größer. Okay. 80. Okay. Oh mein Gott, jetzt geht's um die Wurst. Wie soll ich das jetzt rauskriegen? Ich sage jetzt einfach mal 74. Schade. Das ist ja Beschiss. Oh, nee. Das ist ein Scheiß. Geh weg, ihr hasst mich doch alle. Ihr hasst mich doch alle. Ach, nee. Und die Leute hier sowieso alle, ne? Gut, gehen wir mal hier in das Zelt rein. Hallo, freier Fall. Ihr braucht... Ja, okay. 50 Fehler. Erklärung. Natürlich, ich verwende eine Illusion, um euch aufzubauen. Ihr werdet glauben, ihr befindet euch im freien Fall, was in Wirklichkeit natürlich nicht stimmt. Auf jeden Fall scheint es, als wenn ihr einen Berg hinunterfallt. Und während ihr fallt, kommen euch Steine entgegen. Diese müsst ihr ausweichen. Wenn ihr einen Stein berührt, ist das Spiel vorbei. Oh mein Gott! Eine Minute? Das ist natürlich heftig. Na dann. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Los geht's. Ich krieg's eh nicht hin, ich versage sowieso. Oh, okay. So funktioniert das also. Die Musik ist cool. Oh! Rüber. Okay. Schön mittig halten erstmal. Okay. Bisher nicht so spektakulär. Ja. Cool. Oh nein, jetzt wäre ich fast reingegangen. Reingefallen. Okay. Das ist jetzt nicht so sonderlich schwer. Aber ich will mal nicht zu vorlaut sein. Ist ja auch erst Stufe 1, ne? Ja, ne? Ui, okay. Das geht eigentlich. Ui, das war knapp. Ui. Okay, noch eine halbe Minute ungefähr. Okay, alles machbar. Okay, auch das war machbar. Wow, das war schon wieder knapp hier. Knappe Angelegenheit. 8 Sekunden noch, komm los. Beinahe, das schaffst du. Und geschafft. Sehr schön. Ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir jetzt was bekommen oder so? Keine Ahnung. Können wir eigentlich die Punktekarte irgendwie angucken? Ah ja, wir können erstmal... Lebenskapazität wird erhöht. Dann geben wir das mal. Ich tendiere eigentlich zu Elaine, weil sie eigentlich die Heilerin ist, ne? Aber ich weiß nicht. Ich gebe es mal beinahe. Komm. Lebensnektar. Okay, das können wir jetzt auf jeden Fall Aska geben. Punktekarte. 4 Punkte haben wir. Was es auch immer bringen mag. Okay, dann. Okay. Hier war ja nichts, oder? Habe ich ja schon alles abgesucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, Magiering. Okay. Dann, als nächstes würde ich sagen,
war's das für heute mit Vampire's Thorn. Ich weiß nicht wirklich, wo ich jetzt hin muss. Storytechnisch gesehen. Deswegen mache ich halt auch mal die Sidequests hier. Und wir vergnügen uns hier weiter im nächsten Part. Auf dem Jahrmarkt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.